Und steht jetzt da Peace? Ja, Frieden in Ukraine. Und da kommt der Ukrainer jetzt gut an, das unter Verkaufen da. Ja, aha. Also das Geld. Ja. Ist das? Konfi. Verschiedene Sorten, so ja, Brombeere und so. Welches ist deine Lieblingskonfi? Ja, ich würde schon sagen Erdbeere, normale halt. Das haben wir selber gemacht. Ihr? In der Schule? Ja. Oder daheim auch zum Teil? Nein, in der Schule. Liebe Schulfamilie, liebe Eltern, liebe Götti, Gotte und Freunde von der Schule Unterdorf und alle Frauen, die hier mitgeholfen haben und warnen bei diesem Markt. Ich möchte noch ganz kurz sagen, wie es dazu gekommen ist, zu dem. Eigentlich ist der Anlass ein bisschen trauriger, dass wir jetzt heute einen Markt für die Ukraine organisieren. Und der andere Anlass ist gesehen, dass ein Kind die Idee hat, es möchte etwas Soziales, etwas Gutes vollbringen. Wenn alle miteinander etwas machen, und das sehen wir überall auf der Welt, dann kommt es gut raus. Und ich bin sehr berührt, was da in kurzer Zeit, in 3 Wochen entstanden ist. Wir hätten da eigentlich genug Arbeit in der Schule, noch vor der Frühlingsferie zum Organisieren und Machen und den Stundenplan für das nächste Schuljahr schon wieder parat machen. Und trotzdem ist noch ganz viel möglich gewesen. Ich möchte darum ganz herzlich allen danken, die da mitgewirkt haben und ein paar speziell erwähnen. Die Idee von der Valentina Graf, Schülerin von der 5. Klasse, die mit der Sarah Alcala das zusammen entwickelt hat. Danke vielmals, Valentina. Valentina, es hat man dich mehrfach erwähnt, gell? Du bist eine 5. Klässlerin hier im Unterdorf. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich bin einfach auf die Idee gekommen, weil in der Schule war mir immer ein bisschen langweilig. Und nachher haben wir halt mal ein Gespräch mit den Lehrerinnen gesucht. Und dann haben wir halt das so gemacht, dass ich mit der Sarah Alcala eine Lektion habe. Und dann sind wir auf die tolle Idee gekommen, weil ja auch gerade der Krieg mit der Ukraine ist, um einen Frühlingsmarkt zu machen und nachher das Geld an die Ukraine auch spenden. Und ein super Erfolg, gell? Bist du überrascht, dass gerade so viele Leute kommen? Ja, es sind wirklich mega viele Leute gekommen und ich muss denen auch Danke sagen, dass sie auch gekommen sind. Und ja, freut mich sehr. Danke vielmals auch Sarah Alcala, die ganz unaufgeregt und immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht ganz viel gearbeitet hat im Hintergrund und das begleitet hat. Danke auch dir, Sarah. Füssi hat gesagt, ja, ist jetzt ein bisschen kurzfristig. Aber manchmal muss man es einfach gerne machen. Ja, ich finde es super. Spontan. Und ich spontan. Finde, alles entstanden. Alles entstanden. Und dann kann man daher kommen, kaufen? Kann man daher kommen, kaufen und vor allem spenden. Aha, okay. Und essen darf man auch, gell? Essen darf man auch, trinken darf man auch. Und geniessen und verweilen. Dann sind sie zu uns ins Team gekommen und haben gefragt, machen wir mit? Und wie immer machen wir, sagen wir einmal, jawohl, super Idee, machen wir doch. Und hinten merken wir, wie viel Arbeit das es gibt. Es hat trotzdem funktioniert, weil wir ganz viele Leute im Schulhaus haben, die mitmachen, die sofort einsteigen, wo nichts zu viel ist. Ich danke allen im Schulhaus, dem Team Unterdorf und unserem Hauswart Berni, der diese Woche gerade ziemlich viel zu tun hat, ganz herzlich für ihre Arbeit. Du, aber das ist ein Fest für den Hauswart, so viele Frauen, hä? Ich bin immer noch um Frauen herum. Die Lehrer sind meistens Frauen. Ja. Meine Haustiere sind meistens Frauen.
Aber für dich so ein Stress gestern, auch Brumme Bürgerversammlung jetzt heute wieder da. Ich habe morgen aufgeräumt, alles wieder und schon wieder eingerichtet. Ja. Wochenende ist wieder Frühlingsfest. Jetzt nach, seit das Corona vorbei ist, jetzt läuft es wieder in der Halle. Jetzt ist es wieder, wie es sein soll. Speziell erwähnen möchte ich hier die Handarbeitslehrerin Doris Bernecker. Wir sind immer froh, wenn wir so kreative und ideenreiche Handarbeitslehrerinnen haben, weil das ist unbezahlbar, was die für einen Schatz im Hintergrund haben, um aus den Sachen, die wir produzieren, auch noch schöne Sachen zu machen. Und Rahel Schön, die mit den Kindern die Marktstände, die vom Berg noch vom Weihnachtsmarkt dekoriert sind, auf Frühlingsmarkt umgerüstet haben. Danke noch dir, Rahel. Und natürlich ganz herzlich allen Schülerinnen und Schülern, die haben in kürzester Zeit die Sachen erstellt und mitgemacht und gefolgt, was wir gesagt haben. Ist wunderbar gesetzt und mit ihnen zusammenarbeiten. Und heute Morgen das Aufstellen, das ist super gegangen. Da haben vor allem die grösseren Klassen geholfen. Danke allen Schülerinnen und Schülern. Dann möchte ich auch den Eltern danken. Wir haben ja ein Projekt gestartet vor ein paar Jahren Elternmitwirkung. Und es ist so, dass das in der Corona-Zeit wieder eingeschlafen ist, weil wir alle Eltern wieder ausladen mussten, dürfen ja nicht ins Schulhaus kommen und uns anstecken. Und jetzt ist das wieder möglich. Die Frauen haben ein riesen Buffet an Kuchen gemacht und ich hoffe, ich habe ab und zu am Vater mitgeholfen beim Backen. Ich sage jetzt Frauen, aber ich glaube, es sind noch ein paar Väter dabei gewesen. Danke vielmals allen Eltern, die uns unterstützen. Oh, und, alles selbst gemacht? Ich denke. Was denkst du? Also echt alles von Müttern oder so? Auch von Vätern und Kindern. Da traust du dich fast nicht zum Schneiden. Nein. Aber essen würde ich mir schon getrauen. Ja, selber auf jeden Fall. Ja, und das nächste Jahr machen wir es wieder, oder? Natürlich. Das ist schon. Das ist jetzt fix. Immer wieder für einen guten Zweck, oder? Das ist super. Ein unglaublicher Anklang, gell? Ja, es ist wirklich unlässig, dass so viele Kosen und es läuft wirklich schwierig. Das ist schön. Ja, das gibt sicher gute Einnahmen. Und ich glaube, wenn man eine Elternmitwirkung, da macht doch auch viel aus, gell? Ja, das ist schon genau. Ja, das ist von jeder Klasse ist jemand zuständig, der eben bei so Anlässen quasi die Eltern vertritt. Und ja, wir dürfen jetzt hier Kuchen backen, Kuchen organisieren und da schauen, dass das Buffet läuft. Und gut kommt es immer raus, wenn wir miteinander etwas machen können. Schuleltern, gell? Das ist sehr schön, ja. Das ist wirklich schön, da zu grapsen, dass es so funktioniert. Und die Eltern auch dürfen mithelfen. Das tut man ja auch gerne. Dann haben wir sogar einen Hoffotograf, der uns das dokumentiert, dass wir uns noch mal eine Weile freuen an diesen Bildern. Das ist noch speziell, gell? So etwas können zu fotografieren, nicht? Ja, wohl, ist super. Danke vielmals Udo fürs Fotografieren. Für einen Markt, wenn so viele Leute kommen, muss man noch einen Haufen Sachen haben und das kostet immer ein bisschen. Ich möchte ganz herzlich den Sponsoren danken, allen voran der Gemeinde Grabs, die uns mit einem namhaften Beitrag unterstützt haben, dass wir mal in Ruhe können einkaufen können, ohne schlechtes Gewissen. Danke vielmals Niki Lippuner als Vertreter der Gemeinde, der ist heute hier. Danke vielmals. Dann möchte ich Sarah Gerber speziell danken. Sie hat uns gerade fast einen ganzen Stand voll geneidet. Sie hat gesagt, sie hat zwei Sonntage geopfert. Danke vielmals, Sarah, und wir sind froh, dass du so ein grosses Talent hast. Und Landi Buchs hat uns einen Gutschein gegeben zum Posten. Und jetzt sehe ich gerade noch, ist noch mein Bruder, der Benni, die Tür hierher gekommen. Seine Firma Verdunova hat alle die Früchte und die Gläschen für die Gonfi gesponsert. Und wir Schwestern haben ihm geholfen, die Gonfi zu produzieren. Es sind 250 Gläschen und jetzt lustig dabei. Danke vielmals, Benni, dir und der Firma. Und zum Schluss. Was wäre ein Markt? Stellt euch vor, wir machen einen Markt und niemand kommt. Danke euch allen, die hier sind, mit viel Münz und auch noch Nötchen im Geldsäckel. Wir haben auch schon Spenden bekommen.
ganz herzlichen Dank für eure Kauflust und für, dafür, dass ihr da jetzt alles posten. Mein Mann hat gesagt, da hat es viel zu viel Ware, das geht sicher nicht weg. Ich bin überzeugt, wir haben um 11:30 nichts mehr und wir haben dafür einen ganz grossen Betrag, wo wir können, der Ukraine-Hilfe von Hans Oppliger weitergeben. Ganz herzlichen Dank euch fürs Kommen. Jetzt sind noch alle Kinder da, die müssen jetzt aber langsam wieder zurück in die Schule. Wir wollten das Kind auch noch dürfen, ein bisschen posten, aber jetzt lassen wir die Erwachsenen noch in Ruhe, den Markt noch fertig räumen. Die Kinder gehen jetzt mit den Lehrpersonen wieder zurück ins Schulzimmer. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Tag und gute Osterzeit und Ferien.